Wir sind einfach total überwältigt und glücklich, dass es so viele Menschen gibt, auch Prominente, die hier zum Dream Ball kommen und den Dream Ball einfach mit ihrer Anwesenheit und natürlich mit ganz vielen Spendenchecks unterstützen. Das ist ein ganz besonderer Abend, weil wir uns um Frauen kümmern, die ein bisschen Sonnenschein in ihrem Leben brauchen und Unterstützung. Und dazu sind all diese wunderbar gekleideten Frauen da, um denen zu helfen, denen es gerade nicht ganz so gut geht. Die Unterstützung der DKMS Live ist das Beste, was Lorraine machen kann. Ich finde, dass es eine sehr, sehr wichtige Arbeit ist, dass hier wirklich für die Krebspatientinnen was sehr, sehr Wesentliches getan wird. Unglaublich, unglaublich, hier so irgendwie im Mittelpunkt zu stehen und was hier alles für einen Aufwand betrieben wird, ist Wahnsinn. Ich bin echt glücklich, hier dabei sein zu dürfen. Ich bin ja die Mutter des Preises sozusagen, auch ein bisschen fühle ich mich zumindest so. Ich mache es, glaube ich, jetzt zum 9. Mal und ich weiß ungefähr, was passiert. Trotzdem ist es jedes Jahr wieder ergreifend. Also es ist eben schon ganz oft so, dass wir auf der Bühne stehen und so und ich muss auch immer dann weinen und so, weil eben dann die Geschichten so ergreifend sind. Es sind ja in der Regel positive Geschichten, die erzählt werden, aber trotzdem ist es so, dass ich dann auch manchmal schon ganz schön schlucken muss. Such an honor to be here from New Zealand and to be able to share my music for such a great event. So that's why I'm here and just to share our beautiful art with beautiful people. It's important that we as women stand together strong. I think that doesn't happen enough. Look good, you feel better. It's so true. It's so true. You smile, you feel better. Letztes Jahr habe ich mit den Kids ein Schminkseminar gemacht. Die sind ja gerade in dem Alter auch Frau zu werden, ja, und das wird dadurch unterbrochen durch diese Krankheit und dadurch haben die einfach wirklich so die Motivation und kommen mal kurz raus aus ihrem Klinikaufenthalt und können mal, ja, Mädchen sein. Ich glaube, das ist an so einem Abend eben das Wichtigste, dass wir nicht nur die Menschlichkeit auspacken, sondern dass wir wirklich sagen, wir wollen und wir stehen hinter euch, neben euch. Und Mut ist eine Geschichte, Träume sind eine Geschichte, aber wichtig ist auch, dass wir sagen, wir sind eins. We are one.